Ich nehme euch heute mit in die Pinzgauer Berge. Und zwar fährt die Pinzgauer Lokalbahn zu zahlreichen Talstationen von den Bergbahnen. Und da oben gibt es auch im Sommer sehr viel zu erleben. Ich starte jetzt heute mit einem richtig guten Frühstück, und zwar in der Gondel drinnen. Von der Bahnstation Hollersbach Panoramabahn bin ich sofort bei der Talstation. Und dort ist schon alles für den Brunch in luftiger Höhe vorbereitet. Eine kurze Einweisung und schon kann's losgehen. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Da in luftiger Höhe das Frühstück zu genießen, das gibt es mittlerweile seit über 10 Jahren und wird von den Gästen wirklich gern angenommen. Und ich muss sagen, das lässt sich da wirklich gut genießen. Man hat rund eine Stunde Zeit für das Frühstück, da man die Bergfahrt quasi zweimal macht. Und dann kann man oben aussteigen und noch die Umgebung genießen. Zu erleben gibt es jedenfalls genug, egal ob man allein oder mit Kindern unterwegs ist. Wir sind da jetzt auf 1892 Meter Seehöhe und die Aussicht ist einfach überwältigend. Für die Kinder gibt es da eine richtige Erlebnis-Area und ich schaue mir jetzt das Tuben an. Oh Gott. Yes. Schneller als gedacht, aber einmal geht noch. Und dann geht's wieder hinunter ins Tal. Entweder mit der Gondel oder ganz einfach so. Mit der Pinzgauer Lokalbahn geht's jetzt ab zu meinem nächsten Ziel. Die Bahn wurde übrigens vor kurzem sogar mit dem Regionalitätspreis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Mit der Pinzgauer Lokalbahn ist man wirklich sehr entspannt unterwegs. Das ist eine tolle Alternative zum Auto. Und für mich geht es jetzt weiter zur nächsten Seilbahn. Meine Aufstiegshaltestelle ist Schüttdorf Areitbahn. Die Station liegt quasi direkt an der Talstation. 3 Minuten Gehzeit vom Bahnhof und schon ist man beim Areit-Express. Und mit dem geht es da jetzt drauf in nur 8 Minuten. Mit Blick auf den Zellersee kommt man gemütlich oben auf 1400 Meter Seehöhe an. Und hier kann ich meinen Augen nicht trauen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Da oben gibt es einen richtig großen Outdoor-Spielbereich. Und zwar auf 18 Stationen kann man da wirklich viel ausprobieren. Vom E-Motocross-Fahren bis zum Kletterpark oder Flying Fox, da ist wirklich alles dabei. Zeit zum Austoben am Berg also. Und das Ganze wird hier auch sehr nachhaltig gedacht. Die Schmittenhöhebahn AG bezieht Ökostrom von der Salzburg AG, der zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen kommt. Dazu hat sie auch auf einigen Dächern Photovoltaikmodule errichtet, mittlerweile eine Gesamtfläche von 2750 Quadratmetern. Und wenn man sich so richtig ausgetobt hat, kann man sich da hinten noch einen Kaffee holen und ein bisschen ausrasten. Wir haben aber jetzt noch ein anderes Ziel. Und zwar wieder weiter mit der Pinzgauer Lokalbahn Richtung Zell am See, hinein in die Stadt. Auch dort gibt es eine Talstation. Nur wenige Gehminuten vom Bahnhof in Zell am See entfernt ist der City Express. Der führt uns jetzt nochmal rauf auf die Schmitten und da wird es jetzt richtig entspannt. Meine letzte Gondelfahrt für heute. Wieder mit wunderschöner Aussicht auf den Zellersee. Hier oben geht es etwas ruhiger zu als auf den anderen Bergstationen. Man kann in Ruhe wandern und die Natur genießen. Besonders empfehlenswert der 15-minütige Spaziergang zum Speicherteich mit Wasserspielplatz. Also das war heute ein Tag voller Abenteuer. Ich muss sagen, ich habe das richtig genossen. Man muss natürlich nicht das volle Programm an einem Tag machen. Aber was ich sagen muss, man kann wirklich die Bergbahnen im Sommer super gut nutzen und sie sind echt toll öffentlich erreichbar.